Pistolenmuni. Elektrobausatz, Flaschen. Na? Gibt's denn hier noch Feines? Unterstützung! Das ist für dich, du Bastard! Das darf aber nicht sein hier. Dich krieg ich dafür. Reiß ihm den Arsch auf! Wir gehen die denn jetzt ab. Ja, komm, werfe ich meine zurück. Jetzt aber. Werfen die zusammen Granaten um die Ecke. Wie assi ist das denn? So. Haben wir auch die Verteilerkappe. Finde den Kolben. Oh. Immer so ein Kappes, ey. Kratzt man sich an der Nase, fliegt einem der ganze Schuppen um die Ohren. So. Nichts Interessantes. Boah. Na komm her. Dein Kumpel. Was soll das denn? Okay, ich ziele aber auf den Arsch, ey. Jetzt hätte ich noch nie einen Shooter gespielt. So, habe ich noch irgendwas anderes an... Ne, krass. Muss ich alles mit der Pistole machen, ne? Okay, ich gehe nochmal hoch, gucke, ob da noch was Interessantes liegt. Ah. Jetzt muss ich mal rausfinden, wie man runterkommt. So, hier muss ich nochmal kurz speichern. Neuer Spielstand. Ich mache eine kurze Pause, da mein Computer meint, er müsste laggen. Also bis später. Willkommen zurück. So, nachdem das Spiel jetzt dreimal grandios abgeschmiert ist, versuche ich es jetzt nochmal. Ich hoffe, die Aufnahmen sind jetzt besser. Ohne, dass es die ganze Zeit laggt oder schleift. Ja. Ich guck mal, wieder gucken, was ich machen muss. Finde den Kolben, genau, da waren wir. Autos haben wir genug hier. Ich könnte aus jedem Auto einen Kolben nehmen, aber die wollen wahrscheinlich einen ganz bestimmten. Wahrscheinlich den da. Ach du Scheiße. Ein Boss oder was? Was mach ich denn dagegen? Mach ihn fertig! Ich werde dich verzählen, dass ich nur noch... Hier drüben!
kommen. Okay. Jetzt habe ich noch alles hier. Von allem Muni. Jetzt ist die Pistole leer. Gut, ne. Ich will eigentlich die, genau. So. Interessante Kiste. So. Noch irgendwas hier? Hai-Granaten, wunderbar. Kolben. Da liegt doch zufällig ein Kolben auf der Werkbank. Wasted Geschütz. Uah. Was soll das denn jetzt? Willst du mich verkackeiern? Gibt's gar nicht. Drecksau. So. Wenn ich jetzt gut bin, kann ich noch einen Schlossknacker bauen. Ja, wo soll ich denn den ganzen Kram für die Schlossknacker hier haben? Ich kann sogar zwei bauen. Okay, bau alle. Ja, schön. So. What's up? Feldtriebkristalle. Ölfässer. Schrotmunition. Benzinfässer. Nichts Besonderes. Gut. Da geht's auch nicht weiter. Raus aus dem Kies. Wollten die mir einen Kies klauen hier? Ne, das ist sie gar nicht. Au. Die Pinten. Was ist das denn? Aha. Du hast doch nicht etwa vor, in die Kanalisation zu steigen, oder? Weiß noch nicht. Die Kanäle sind lebensgefährlich, ha? Huh? Lebensgefährlich. Die Mutanten horten da unten ihre Beute. Sollen noch ein paar anständige Sachen drunter sein. Das Zeug ihrer Opfer. Hör gut zu, wenn du da runter willst, brauchst du anständige Artillerie. Keiner weiß, was dich da unten alles erwartet. Okay. Der will mir anscheinend keine Quest geben. Dann fahren wir weiter. Dick aufgemotztes Quad. Da hab ich jetzt aber auch meine Karre bekommen, wa? Damit dürfte hey, Dura! Okay, der Buggy dürfte bald fertig sein. Aber bevor du damit losdüst, muss ich dir erst ein paar Dinge erklären. Denk dran, das Ödland ist ein gefährlicher Fleck. Ruf mich an, wenn deine Karre im Eimer ist und nicht mehr fährt. Dann schlepp ich dich her. Und solltest du mal was zu reparieren haben, dann komm einfach zu mir in die Werkstatt. Na, aber sicher. Okay, lass mich die Teile einbauen, dann bist du voll am Start. Juhu. Komm schon, nimm dir das Funkgerät vom Tresen. Doom. Schöne Kiss. Alles fertig. Kannst abdüsen und denk dran. Wenn du einen Abschleppwagen brauchst, funk mich an. Tja. Alles klar. Dann steig mal ein. Fahr vorsichtig. Boah. So, tricky. Boah, zu weit. So. Jetzt aber. Oh, fahr. Komm.
Ich gehe mal zu Fuß. Die Banditen kontrollieren die Barrikade am Südende des Tals. Halt dich lieber fern davon, es sei denn, du hast anständige Artillerie dabei. Okay. Mehr nicht. Granate. Die mag nicht mit mir reden. Das Ding kann ich auch nicht fahren. Hm. Wie gefällt dir der Buggy? Sieht nicht nach viel aus, aber wenn du ein paar Waffen anbringst, kannst du es mit so gut wie jedem aufnehmen. Und? Lust auf noch mehr Arbeit? Na klar, Wicke. Wir haben den Kontrollpunkt am Eingang des Canyons eingenommen. Wollen uns von der großen Stadt im Osten abschneiden. Das müssen wir verhindern. Ich könnte deine Fähigkeiten gut für einen kleinen Sprengjob gebrauchen. Yeah, sprengen immer. Für mich tun? Ich könnte deine Fähigkeiten für einen kleinen Sprengjob gebrauchen. Ja, 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 ja. Zerstöre die Barrikade und ich werde dich dafür belohnen. Perfekt. Hier sind ein paar Sprengladungen. Bring sie am Tor an und dann lauf. Viel Glück. Unsere Vorräte gehen. Das Scharfschützengewehr eignet sich perfekt, um weit entfernte Feinde auszuschalten. Drücke E, während du zoomst, um maximal an dein Ziel heranzuzoomen. Neige. Du musst die Sprengladungen an der Barrikade anbringen. Okay, doppelte Zoom. Direkt ballern kann die Kiste aber nicht. Achtung, was? Wow. Okay. Machen die mir die Karre kaputt? Ach du Scheiße. Drecksau, ey. Noch irgendwo einer. Wow. Ah. Zurück zum Auto. Was ist da hinten? Warum ist das blau markiert? Naja. Ist irgendein Level auch noch. Ah, naja. Werd ich später erfahren. Na, Rinder. Ja, reparieren. Hab meine eigene kleine Rennstrecke zusammengestellt. Rennen? Nichts Kompliziertes. Nur ein kleiner Kurs, auf dem ich gern Gas gebe. Wie wär's damit? Schlag meine Zeit, dann baue ich dir einen netten kleinen Turbo ein. Ah, okay. Tune für Rennen. Ich habe meine eigene kleine Rennstrecke. Ja, alles am Wiederholen. Zum Ziel fahren. Möchtest du wirklich zum Missionsgebiet fahren? Viel Erfolg. Ja. Mal gespannt, was das ist. Schlag Duras Paarzeit, um den Gleichfluss mit Turbo für deinen Buggy zu gewinnen. 45 Sekunden. Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste. Alles bereit? Schlag meine Zeit. Dann gehört der Turbo dir. Gerne.